Ich denke, ich gucke auf außerdem. Na, ich denke, man kann auch. Ne, ist klar. Man konnte auch eins aus der Mitte nehmen, weil es kann auch gut sein, dass eben die Äußeren immer zuerst genommen werden. Ich meine, ich habe auch ein Äußeres zuerst genommen, ohne groß drüber nachzudenken. Das könnte einfach so eine. Sowas sein, was man einfach macht. Keine Ahnung warum. Ich bin jetzt kein Sozialwissenschaftler. Und dann ist das halt so, ne? Ist klar. So, ich auch bald beim nächsten Payday wieder. In 20 Minuten. Was den Parkplatz? Welchen Parkplatz? Also, ich muss sagen, diese Nachrichten hier sind echt sehr ungenau. Also, ich schätze mal, das sind die Nachrichten. Außer ich habe das gerade zufällig gelesen, weil ich vorbeigefahren bin. Aber es sieht eher so aus, weil Reporter. Obwohl, das glaube ich, mit diesem Befehl, das können auch die Polizisten, damit das so gelb ist und so, ne? Ist klar. Wurde ja einfach sagen, uns anhalten. Ja. Ah, ich habe keine Ahnung. Es ist einfach ungenaue Berichterstattung. Selbst an der Stadthalle gibt es mehrere Parkplätze. Bestimmt. Also es gibt die bei der Stadthalle und ich glaube, es gibt weiter hinten. Aber ich gucke das gleich mal, wenn ich die nächste Runde fahre. Muss erst mal gucken, ob ich jetzt gleich wieder die Aufnahme beenden darf oder ob ich schön weitermachen kann. So. Gleich wissen wir es. Hier auch. Und hier. Ha, meine Theorie hat sich bestätigt. Tja, ne? Ich bin in 5 Minuten wieder da. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Ja, sind ein bisschen mehr als die 5 Minuten rum, aber. Ja, ich bin ja mal auf Nummer sicher gegangen. Und wir machen Start. Reini. Gong. So, da haben wir unser Geld bekommen. Wir haben 15.300 als Gehalt bekommen. Und es wurden alle 53 Steuern abgezogen. Außerdem haben wir 30 Zinsen bekommen bei einem Zinssatz von 0,1% und haben kein Erzwiegeld bekommen. Unser Kontostand liegt jetzt bei 30.003. Unser Kontostand lag bei 30.063 Dollar. Und unser Bargeld liegt nach wie vor bei 0. Respektpunkte haben wir jetzt plus 1 bekommen. Das heißt, wir haben jetzt 3 von 4. Ich muss nachgucken. Nein, wir haben jetzt 2 von 4. Und ich habe keine Hausgeschäft, Tankstellen, Miete oder Hotelmietpreise, die noch abgezogen werden. Gut, warum bekomme ich kein Geld auf die Hand? Das finde ich echt nicht nett. Da muss man kurz gucken, ob ich irgendwie fischen gehen kann oder so. Das geht ja auch auf vielen Servern und dann einfach das Zeug im Laden verkaufen, dann bekommt man das bestimmt auf die Hand. Ja, mache ich gleich mal nach der Fahrt. Und ja, geht bestimmt. Auf den meisten Streamlabs-Servern. Und da kann man sich auch ordentlich was zu verdienen. Vorausgesetzt, man macht das lang genug. Also, ich weiß echt nicht, wie es bei dem Server ist, aber ich weiß, dass es bei manchen Servern ist, wenn man dann da einen hohen Skill-Level erreicht hat, damit dann da echt gut ist. Ich guck mal kurz was. Slash Stats. Angel. Haha. Fische, Gülle. Klar geht das. So, ja, dann kriege ich dann einfach gleich irgendwo ins Geschäft oder so. Gibt bestimmt was. Guck ich mal bei GPS. Vielleicht gibt es sogar extra ein Angelgeschäft. Und dann. Ja. Bekomme ich hoffentlich mal ein bisschen Geld auf die Hand. So, Sekunde kurz. So. Gott für alle, die sich jetzt gefragt haben, warum. Jetzt vielleicht der letzte Satz ein bisschen komisch gehört. Das lag daran, dass ich jetzt versucht habe, noch den Satz zu Ende zu sprechen.
Ohne zu rülpsen, ja, obwohl der hammermäßig riesige Rülpser in mir aufgestiegen ist und deswegen hat sich das überschnitten und wollte dann nicht mehr gescheitert. Aber ich hab's geschafft, denn ich kann einfach alles, ne? Ist klar. So, dann haben wir ja auch die Runde auch klein geschafft, bekommen wieder so um die 7k dafür. Ich denke, ich werde aber später sowieso wieder den PvP nehmen. Ich meine, hier kommt man mal ein bisschen um die Welt, aber es lohnt sich einfach nicht vom Geld her. Ich weiß, dass ich falsch gefahren bin. Ich will jetzt zur. Ach, das mache ich ja eh gleich. Ich habe jetzt überlegt, noch zur Stadthalle zu fahren und zu gucken, ob da jetzt zwei oder ein Parkplatz sind. Das will ich wissen. Aber das mache ich gleich mit meinem Auto. So, ich muss gerade. Sekunde. Ich habe es geschafft, was zu trinken. Aber ein Trinken wieder so wegzustellen, damit mir jetzt genau ein riesiger Tropfen ins Auge gegangen ist. Den muss ich da jetzt irgendwie rausbekommen. Ich bin draußen. Kein Problem. So. Der Fahrer mit dem Kennzeichen hat keins, muss das Licht ausschalten. Ja, Fraktionen. Es standen jetzt noch keine in den Kommentaren. Ich denke, das werde in den nächsten Videos kommen. Wenn nicht, suche ich mal einfach selber was aus. Und. Ne? Du weißt gerade links oben, sehe. Hier, Fraktionen. Da muss ich noch gucken, was ich mich bewerbe, also wenn keine Kommentare kommen. Dann, wie gesagt, erstmal eine NoDM-Fraktion, weil ich möchte es mal schaffen, so lange wie möglich meine Kills, Deaths und alles mögliche, Wanteds, Gefängnis, ABC, ne? DEFG. Auf Null zu halten. Und das, ja, wie geht das denn bitte besser als mit einer NoDM-Fraktion, ne? Ich meine, Polizei und so, da ist es ja logisch, dass du irgendwie dann irgendwann mal stirbst. Gut, dann hier 7450 euch willkommen. Die Strahlen sind sauber, das finde ich aber toll. Hier ist das Carlock. So, hier darf ich anscheinend parken. Also darf auf jeden Fall jemand was dagegen gehabt. Okay, es ist noch 357. Wer weiß, ob hier noch. Ich weiß, dass es den Motor nicht gibt. Komm. Und. Licht. Ich habe vergessen, Licht anzumachen, wo ich gefahren bin, ne? Suboptimal. Ja, für alle, die sich fragen, warum ich mal so spät aufnehme, das wird jetzt bald noch zu unmenschlichen Zeiten passieren. So gegen 6, 7, 8 Uhr. Das liegt daran, dass ich jetzt, da meine Mutter weg ist, also noch im Urlaub ist, nachts auf bin und tagsüber schlaf. Und naja, das muss ich jetzt umändern, sodass ich, als ich versuche, jeden Tag so lange wie möglich aufzubleiben und so lange wie möglich zu schlafen, bin ich dann erst irgendwann in der Nacht aufwach. Und so, hier Parkplatz 1, Parkplatz 2, Parkplatz 3. Da hinten kann man auch noch parken. Könnte man als Halbparkplatz sehen. Wanderstreifen. Also es ist sehr ungenaue Berichterstattung. So, Slash Motor. Slash GPS. Slash Navi. Alles das gleiche. So. Eigentlich wäre GPS ja nicht das Richtige dafür. Ich meine, das allgemein das GPS ist ja das System und das Navi, also Navigationsgerät, ist ja das Gerät, das das GPS zur Orientierung bzw. zur Navigation nutzt. Haben wir vieles aber nicht nachgedacht. So. Ich gehe mal in den 24-7. So. Hier kann er durch, ja. War geplant. Ne, ist klar. Immer. Es ist immer alles geplant, wenn irgendwas falsch geht. Oho, noch ein Parkplatz. Was ist da los? Ja, zum Glück macht dir die News so gute Berichterstattung. So, rein da. Wie jetzt?
Die verarschen mich, oder? Ich muss Geld zahlen, damit ich in einen Laden...